Ganz herzlich willkommen zur Weihnachtsausgabe des Literarischen Quartetts. Wie immer mit Christine Westermann. Hallo. Und natürlich Thea Dorn. Und mit einem Mann, der, als ich ihn fragte, ob er nicht Gast hier sein möchte, meinte, nicht ideal, immer wenn er schon ein zartes Bemühen spüre an der Seite eines Künstlers, sei er sofort an dessen Seite. Und in dieser Sendung geht es doch um Streit. Und da sei er also nicht der richtige Mann. Und ich meinte, so wie ich mir die Sendung vorstelle, sind Sie der ideale Gast für die Sendung. Sie kennen ihn aus vielen Fernseh- und Kinofilmen, aber hier ist er natürlich vor allem als Schriftsteller, denn vor 3 Jahren ist sein erster großartiger Erzählungsband erschienen, Raumpatrouille hieß der, und in diesem Jahr sein erster Roman, Blackbird. Ganz herzlich willkommen, Matthias Brandt. Und ohne zu weit vorgreifen zu wollen, Sie mussten jetzt 4 Bücher lesen, die 3, die Sie vielleicht freiwillig nicht gelesen haben. War das da mit dem zarten Bemühen und Ihrer Seite am Autor, war das schon manchmal auch schwierig? Und Sie haben sich gefreut, dass Sie in der Sendung sind, wo Sie auch mal sagen können, so nicht? Nee, ich habe das gerne getan und sehr interessiert getan und bin voller Vorfreude und neugierig, weil ich das ja nicht weiß, was hier heute auf den Tisch kommt. Haben Sie sich gewundert, wie unterschiedlich die Bücher waren? Ja, total. Aber das ist ja großartig. Ja? Also das, ich bin voller Erwartung. Schön. Wir auch. Und ja, unterschiedlich kann man wirklich sagen. Wir sprechen heute über folgende 4 Titel. John Burnside über Liebe und Magie. Katja Oskamp, Mazar Mon Amour. Thomas Plätzinger, The Great Nowitzki, und Theodor Fontane, Effi Briest. Und wo ich schon mal am Reden bin, mache ich gleich weiter. John Burnside ist das Buch, über das ich spreche, einer meiner Lieblingsautoren. Schotte, ungefähr 65 Jahre alt und in den letzten Jahren vor allem durch autofiktionale Prosa oder sogenannte Memoirs bekannt geworden. Über Liebe und Magie ist genau auch so etwas und doch viel mehr. Es spielt in Schottland, im dunklen Schottland, einer sehr armen Bergarbeitersiedlung. Der Vater des Jungen ist Alkoholiker. Die Mutter trägt all das Leid still vor sich hin. Und der Junge, obwohl er in dieser Dunkelheit aufwächst, ist einer, der alles liebt, fast alles liebt. Die Gegenstände liebt, die Musik liebt, die Mädchen liebt. Und im Grunde ist das Drama dieses Buches, das Drama dieses Lebens, dass die Kunst, sich das zu bewahren, diese Liebe der Kindheit zu bewahren anhand der Gegenstände, anhand von Musik und später dann natürlich auch von Frauen. Und er kann dieses Glück natürlich nicht bewahren und am dramatischsten ist das in den Liebesgeschichten, die er erlebt bzw. nicht erlebt. Denn immer wenige Sekunden vor der Wirklichkeit der Liebesgeschichte läuft er davon. Und das ist das Drama dieses Lebens, das hier beschrieben wird und dass der Autor es offen hält, dieses Drama, das macht einen wesentlichen Teil des Suges dieses Buches aus, nach meiner Meinung. Soll ich anfangen? Ja, gern. Unbedingt. Für mich ist das tollste Buch, was ich in diesem Jahr gelesen habe. Es hat mich absolut aus den Latschen gehauen. Ich liebe diesen Autor schon lange, aber das finde ich noch mal eine Steigerung zu allem anderen, was ich von ihm kenne. Ich finde diese Form total interessant und ungewöhnlich, nämlich zu erzählen aus dem eigenen Leben und dann über diese Erlebnisse nachzudenken und den Abschweifungen, also dem Nachdenken, den gleichen Raum eigentlich einzuräumen wie dem Erzählten. Ich finde es total ergreifend, mit welcher Schonungslosigkeit er sich selbst und sein Leben betrachtet. Ich finde, dass hier fast das Tollste passiert, was bei Literatur überhaupt passieren kann, nämlich, dass ich ihm folge beim Nachdenken über sein Dasein und dadurch komme zum Nachdenken über mein eigenes Dasein. Und es ist ja ein Buch, was im Wesentlichen von der Liebe handelt und für ihn eben von der Unmöglichkeit der Liebe. Und diese Schilderung, wie es ihm
er trifft ja in dem Buch oder erzählt davon, wie er die große Liebe getroffen hat und es nicht fertig gebracht hat, diese Liebe zu leben, und weil er sich aus seinem inneren Gefängnis nicht befreien konnte. Das gehört wirklich zum Ergreifendsten, was ich seit langem gelesen habe. Wir schauen einem Autor dabei zu, wie er auf sein eigenes Leben, Volker, du hast gesagt, er ist ja nun eher im letzten Drittel oder wie auch immer seines Lebens, er schaut auf sich zurück und kann es nicht fassen, dass er, also dieses Arbeiterkind, wirklich aus schottischem Proletariat, dass er es geschafft hat, glaube ich, Schriftsteller zu werden. Dass er nicht zum Verbrecher geworden ist, zum Ausgestoßenen, zum Aussätzigen. Oder er ist zwischendurch mal in einer Psychiatrie gelandet, aber dass er es geschafft hat, da wieder rauszukommen. Also es ist ein Buch, was auf eine völlig erstaunliche Weise das Helle und das Dunkelste im Leben zusammenbringt. Also eine zentrale Metapher, die durch das ganze Buch sich zieht, stammt aus einem Lied einer amerikanischen Rock-Pop-Sängerin, und das ist das dunkle Ende des Jahrmarkts. Also wovon sich John Burnside offensichtlich sein Leben lang hingezogen fühlt, also dahin, wo die, ich glaube, das heißt dann auch an einer Stelle, das ist der Ort, wo sich die Romantiker und die Perversen treffen, die Konnoisseure von Schmerz und düsterer Askese. Dieser Ort zieht die Raubtiere an, die Parasiten. Also er hat eine unglaubliche Faszination für diese Abgründe, für dieses Dunkle, für das Gefährdete. Und dass er es geschafft hat, diesem Sog, der auch so stark in seinem Leben war, nicht nachzugeben. Und deshalb ist es für mich auch eines der klügsten Bücher über das Geschäft des Schreibens oder des Künstlerseins überhaupt, zu sagen, also ich muss mich diesen Dämonen aussetzen wollen und können, also genau immer ans dunkle Ende des Jahrmarkts gehen. Er hatte auch ein tolles altschottisches Wort, was ich auch nicht kannte, Thrawn, was ein Adjektiv ist, was beschreibt eben das Widerspenstige, das Widerborstige, das Krumme, das, was nicht dazugehört. Und er betrachtet auch Leute immer, sind die Thrawn, wo ist bei denen dieser Abgrund, wie schaffen die es eben dann doch in der Welt des Normalen, in der autorisierten Welt mitzuspielen. Also mir hat auch dieses Buch in einer Weise Horizonte aufgemacht, dass ich auch schlicht umgehauen war von diesem Buch. Mich hat es nur halb umgehauen. Also Sie haben gerade gesagt, aus den Latschen gehauen. Also aus einem Latschen hat es mich auch gehauen, mit was ihr alle beschrieben habt. Also ich habe mir was aufgeschrieben, ich möchte es einfach gerne vorlesen. Er hat geschrieben, Heirat ist das, was am ehesten Gelegenheit für eine lebensbedrohliche Enttäuschung bietet. Und dann zitiert er Oscar Wilde, die Ehe ist der Triumph der Fantasie über die Intelligenz. Aber wie soll man Fantasie entwickeln, wenn man in irgendeinem kleinen Reihenhaus in einer mittelenglischen Kleinstadt wohnt? Und wie er das beschreibt, das, was Sie, was ihr alle gesagt habt, das ist wirklich groß. Aber was der andere Latschen ist, gerade das, was du erwähnt hast, dieses Thrawn, also diese Erklärung englischer Wörter, die verschiedenen Bedeutungen in der englischen Sprache, und dann mischt er das mit Heisenberg und der, ich muss nachgucken, wie das heißt, der Emergenztheorie und mit Taoismus. Und da muss ich ehrlich sagen, habe ich das gemacht, was Westermann häufig macht, da habe ich großflächig drüber hinweggelesen. Und ich finde, das kann man gut bei dem Buch, weil man immer wieder reinfindet und weil man auch gerne reinfindet. Es gibt diese Stellen, das ist auch meiner Meinung nach Kern des Buches, englische Wörter, zum Teil altschottische Wörter, die er findet. Eines der wesentlichen ist Glamoury, so heißt es. Und da geht es genau letztlich um das Geheimnis von, was ist Prominenz und was ist wirkliches Glamour. Es geht dann nämlich um das Mysterium dessen, was man nicht wirklich erklären kann, was er hier versucht und so dicht daran kommt wie nur möglich. Und es gibt diese unglaublich schöne Geschichte am Anfang, der kleine Junge, der eben alles liebt, magische Gegenstände zu Hause hat, und dann einen dieser magischen Gegenstände, man soll in der Schule das präsentieren, was ist denn das Schönste, was du hast, und er bringt einen Gegenstand mit, ich weiß nicht was, und das Hohngelächter ist groß. Es erkennt natürlich niemand, die Magie verschwindet im Moment, in dem man das vor Publikum präsentiert. Und im Grunde ist das die Angst seines ganzen Lebens, die er dann ausformuliert und die ihn sogar, ja, am Ende in die Psychiatrie. Es gibt wirklich viele schöne Stellen in diesem Buch, und deswegen lese ich nur großflächig über die hinweg, die mir vielleicht zu kompliziert gewesen sind. Es gibt eine sehr schöne Stelle, finde ich, da ist er in Finnland. Und er ist sehr einsam und er sucht die Einsamkeit und er würde gerne weit weg von den Menschen leben. Und dann
merkt der Freund, den er da besucht, dass er mit dem Gedanken spielt, mit der Einsamkeit, sich dahin zurückzuziehen. Und dann sagt dieser Freund, mach das nicht, denn was du hier brauchst, sind Menschen. Und du brauchst nicht einen Menschen, du brauchst alle Menschen. Weil in dieser Einsamkeit, im Winter vor allen Dingen, brauchst du Menschen, die da sind, und zwar alle für dich. Und das hat mich sehr, wie soll ich sagen, beeindruckt. Also was bei diesem Buch bei mir passiert ist, ich habe es manchmal beiseite gelegt und ich merke, wenn wir jetzt drüber sprechen, dass das irgendwie nachhalt. Also war wahrscheinlich doch mehr drin, als ich... Also ich würde deinem Eindruck natürlich dieses Buch, also es sprengt ja auch wirklich alle Genres, das meandert schon sehr. Also ich würde dir auch sogar recht geben, ich bin auch nicht sofort drin gewesen. Also ich habe auch eine ganze Weile gebraucht, bis ich kapiert habe, dass das immer diese Wechselschritte macht zwischen eben den Erinnerungen, also dem Blick auf die eigene Vergangenheit, und dann braucht er all dieses, das ist eben jetzt kein Bildungsmüll oder das ist wirklich keine Huberei damit, was er alles für tolle Sachen gelesen hat, sondern das sind alles, glaube ich, Selbstvergewisserungsversuche. Das sind Beheimatungsversuche auch letztlich, zu sagen, wie kann ich denn mit dieser Welt, in der ich irgendwie so komisch auch schräg stehe, ich bin einerseits eben dieses wahnsinnig wütende Arbeiterkind, was einen riesigen Hass auf die hat, die reich auf die Welt kommen, wo kann ich denn überhaupt in dieser Welt mich andocken? Und da findet er, Musik spielt eine riesige Rolle, das haben wir noch gar nicht erwähnt in dem Buch. Also es gibt ganz viele Songs, die sehr zentral vorkommen. Da ist was die Musik was Wichtiges ist, und diese Texte... Wenn du diese Songs nicht kennst... Kann man ja heute, das ist doch das Tolle am Netz, ich habe ganz viele Songs gegoogelt und mir zum ersten Mal angehört. Das ist das Tolle an ihm als Autor, denn ich meine, Musik so beschreiben, dass man sie hören kann, ist mir zumindest immer hast eine große gehört Gabe beim Lesen? So gegangen, unbedingt. Ja? Soll ich singen? I pull a spell on you? Ja, das kennt man aber halt. Aber auch was Sie andeuten, das ist ja auch die Urgrund davor, es ist ja auch ein unglaublich ein empörter Roman über diese Herkunftsgeschichte von einem Menschen, dessen Mutter ist auch eines der Dramen seines Lebens, dass die Mutter eben nicht mehr verlangt und selbst auf dem Sterbebett nicht mehr verlangt. Und das ist auch ein sehr, sehr stiller und leiser, aber doch auch eine Begründung jeder Protest von den Menschen, die in ihrer Armut einzementiert sind für alle Zeiten. Jeder Protest trifft auf die Sympathie von diesem Autor. Ja, ich glaube, dass es sich tatsächlich um einen der größten Schriftsteller unserer Tage handelt. Und weil er das ist, hat er die Möglichkeit, tatsächlich in keinem Moment zu verstecken, was er sich und anderen angetan hat. Und das aber eben in Kunst zu verwandeln. Und dadurch finde ich das und fand es ungeheuer gewinnbringend. Und das ist ein Buch, das ich sicher noch mehrmals lesen werde. Und er sagt den schönen Satz. Mein Vater wollte mich zu einem Mann machen und meine Mutter zu einem Menschen. Und über Unsichtbarkeit im sehr weiten Sinne geht es auch in dem Buch, über das Sie sprechen, Herr Brandt. Ja, Katja Oskamp-Marzahn, Mon Amour. Katja Oskamp ist in Ostberlin aufgewachsen. Sie hat als Theaterdramaturgin gearbeitet. Sie hat dann am Literaturinstitut in Leipzig studiert, ein Erzählungsband und zwei, wie ich finde, ausgezeichnete Romane veröffentlicht und eine Novelle nicht veröffentlicht. Nicht, weil sie die nicht veröffentlichen wollte, sondern weil die von 20 Verlagen abgelehnt wurde. Womit wir uns beim Ausgangspunkt dieses Buches befinden. Im Jahr 2015, wenn ich das richtig erinnere, hat Frau Oskamp sich dann entschlossen, infolge einer persönlichen und beruflichen Krise den Beruf der Fußpflegerin zu ergreifen. Genauer gesagt, den Kurs Fußpflege A hieß der, glaube ich, in einer sich hochstaplerisch Akademie nennenden Dachgeschosswohnung in Berlin-Charlottenburg zu belegen und diesen Beruf dann in einem Kosmetikstudio in Berlin-Marzahn zu ergreifen. Alle sind sich einig, dass es sich um eine Art Vorhölle handeln muss. Interessanterweise bis auf die Menschen, die dort leben. Die fühlen sich nämlich wohl. Wir lernen ihre Kolleginnen kennen, Flocke und Tiffy, und ihre Kunden. Ich habe es jetzt nicht genau gezählt, 15 an der Zahl, glaube ich. Das sind, wie ich finde, unheimlich genaue, zum Teil sehr lustige, zum Teil wahnsinnig traurige und vor allen Dingen Porträts von großer Anteilnahme.
Es sind Erzählungen von Menschen, und das ist das Besondere, von denen sonst selten oder nie berichtet wird. Vorwiegend alte Menschen, Überbleibsel eines untergegangenen Landes, der DDR. Und hier kann ich vielleicht eine meiner Lieblingsgeschichten herausgreifen, die beschreibt eine ältere Dame namens Gerlinde Bonkert. Und Frau Bonkert, da kommt es eben so toll zusammen in dieser Geschichte, weil sozusagen von deren sogenannten Problemfüßen ausgehend eine ganze deutsche Biografie aufgezeichnet wird. Angefangen mit der Flucht aus Ostpreußen zu Fuß. Damals sind die Füße kaputt gegangen durch das Leben. Dann kommt das Leben in der DDR und dann im wiedervereinigten Deutschland. Bis heute, Frau Bonkert sagt, glaube ich, meinen absoluten Lieblingssatz in dem Buch, nämlich als sie auf Krücken in das Fußpflegestudio kommt und man ihr die Krücken abnehmen will, da wehrt sie sich etwas gegen diese Dramatisierung ihrer Lebenssituation und sagt den Satz, das sind keine Krücken, das sind Stützen. Ja, und das spiegelt ja auch eine Lebenshaltung wider. Um nicht zu sagen, eine Überlebenshaltung, die sich auch in den anderen Porträts findet. Das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Daneben ist vielleicht noch wichtig zu erwähnen, dass in diesen ganzen Beschreibungen und Begegnungen die Autorin sich gewissermaßen wiederfindet, sich selbst wieder aufs Gleis setzt, weil sie sich nämlich ganz wichtig, weil sie nicht das eigene Leid bespiegelt, sondern sich anderen zuwendet. Und am Ende reflektiert sie das nochmal, was sie da erlebt hat in dieser Zeit dort in diesem Studio. Und da gibt es einen Satz, der mich total verblüfft hat. Der lautet, ich hoffe, ich gebe ihn jetzt richtig wieder. Meine Liebe ist flüssig geworden und passt jetzt in die unwahrscheinlichsten Zwischenräume. Und ich glaube, wenn man dort nachschauen würde, in diesen unwahrscheinlichen Zwischenräumen, dann würde man, wie Sie vielleicht gemerkt haben, nicht nur die Liebe von Frau Oskamp finden, sondern auch meine zu diesem Buch. Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Das ist genauso, wie Sie es gesagt haben. Ich finde es ebenso, wie soll ich denn sagen, amüsant, wie berührend zu lesen, wie sie die Geschichten der Menschen erzählt, wo Menschen eigentlich hin wollten, welche Umwege sie nehmen mussten, wo sie am Ende angekommen sind und wie sie dann auf ihr Leben zurückblicken. Und mich hat besonders beeindruckt die Geschichte von dem alten Herrn Hut, der langsam aus der Welt fällt, der dement ist und der mit seiner Frau immer in dieses Nagelstudio kommt. Und dann erzählt sie, wie er manchmal mitten in der Nacht hochschreckt und seine Frau anguckt und sagt, was willst du eigentlich noch mit mir? Ich bin doch zu gar nichts mehr Nutze. Und sie nennt das die hellsten Momente. Und dann schreibt sie, die hellsten Momente sind die schlimmsten. Und das stimmt. Und das Tolle an diesem Buch, finde ich, ist, dass dieses Buch kein, wie soll ich denn sagen, dunkles Buch ist oder eins, was einem die Lust am Leben nimmt. Das ist jetzt sehr dramatisch formuliert, so wollte ich es eigentlich gar nicht sagen. Es ist kein Buch, es ist immer noch ein Buch, das Lust aufs Leben macht, weil die Menschen von ihrem Leben erzählen und das Leben so wunderbare Kurven und Höhen und Tiefen hat. Und der Schreibantrieb ist die Freude, das schreibt sie auch. Ja. Also das Schreibantrieb und ihr Lebensantrieb ist die Freude, wie Sie es geschildert haben. Sie war ganz unten, so hat sie es empfunden, erst beruflich und empfand sie auch selbst als unsichtbar. Unsichtbare Frau am Ende von 50 Jahren. Und das ist jetzt wirklich eine Art Gesellschaftsroman der Unsichtbaren geworden, die sie durch die Zuneigung, die sie zu den Menschen empfindet, sichtbar macht. Und dann natürlich, wir wollen es jetzt nicht zu kitschig machen, natürlich durch ihre Schreibkunst. Also sie kann natürlich auf unglaublich engem Raum
Raum ein Leben vor uns entstehen lassen und verrückterweise, großartigerweise natürlich von den Füßen. Es ist nicht nur Frau Bonkert, deren Füße sie beschreibt, sondern alle Füße beschreibt sie und in diesen Füßen ist das ganze Leben enthalten und es sind eben nicht nur reine Herzen und Unterdrückte und Beleidigte, die kommen, sondern es gibt auch so zwei, drei echte Arschlöcher, die kommen, sind zum Glück auch da. Einer, der sagt, nö, ich muss mein Leben nichts arbeiten, ich trinke den ganzen Tag. Ich habe übrigens der Einzige, der sich nicht für seine Füße entschuldigt, total interessant, alle anderen kommen, Entschuldigung, meine Füße, er hat grauenvolle Füße, entschuldigt sich nicht, ist mit zwei Betreuern da und ist einfach ein Arschloch und wird auch so geschildert. Was vielleicht noch wichtig ist zu sagen, wenn ich das kurz noch bemerken darf, ist, dass Frau Ostkamp wirklich einen Bombenhumor hat. Das habe ich eben vergessen. Also der ist, und der bewahrt diese Geschichte natürlich immer davor, irgendwie in Sentimentalität oder Kitsch abzugleiten. Die Gefahr besteht überhaupt nicht. Dieser Humor ist wirklich trockener als Brandenburg letzten Sommer. Wobei dieser Humor am Anfang, muss ich gestehen, hatte ich so ein bisschen so ein Zille-Zusammenzucken, wo ich dachte, wird mir jetzt nicht... Ein Zillezucken? Ja, ein Berliner Zillezucken, wo ich dachte, also ich lese, also ich habe die ersten 4, 5 Porträts von diesen Marzahn-Bewohnern gelesen und dachte, was fange ich jetzt damit an? Soll ich jetzt irgendwie denken, hoch, was ist es drollig, dieses Marzahn-Proletariat? Und habe aber eigentlich erst, je weiter das fortschreitet, kapiert, dass es eben überhaupt kein Vorführgestus ist. Also ich musste sehr bei der Lektüre dieses Buches an ein Buch denken, worüber wir im Frühjahr gesprochen haben, Anke Stelling, Schäfchen im Trockenen, was das Prenzlauer Bergmilieu beschreibt, bevorzugt ein reiches schwäbisches Milieu, wo die Eltern so viel Geld haben, dass die Kinder über Immobilien, Eigenheime im Prenzlauer Berg nachdenken können. Und die eine, die rausfällt, die eben außerhalb des S-Bahn-Ring, wie Matthias Brandt sagte, die muss jetzt in die Vorhölle oder in den 7. Ring der Hölle gar ziehen. Also für die ist diese Vorstellung, dass ein solcher Skandal nach Marzahn gehen zu müssen. Und da hat die Katja Ostkamp natürlich einen völlig anderen Gestus. Also ich mag das Unlamoyante daran erstmal, wo die sagt, na gut, nüchterne Bilanz, kein Mensch will meine Novelle haben, verdammter Literaturbetrieb. Ich habe bei mir im Sportstudio diese unglaublich patente, nette Frau kennengelernt, die sagt, ich habe ein Nagelstudio in Marzahn, willst du nicht bei mir anfangen? Und macht sie. Es ist aber dadurch natürlich auch ein völliges Antibuch zu der Haltung von Burnside. Also wir haben ja darüber gesprochen, welcher Zorn, welches revolutionäre Potenzial da in dem Burnside schlummert. Und es gibt eine, glaube ich, dann Schlüsselszene. Die Damen, also Tiffy, Flocke und Frau Ostkamp, machen einen Ausflug in die Bazzaro-Therme. Und sie beschreibt da sehr, sehr schön, wie sie in diesem warmen Wasser da so vor sich hintreiben. Und dann kommt der Satz, behäbig wie Seekühe schweben wir durchs Weiche, wollen schon wieder nichts ändern, nichts verbessern, nichts verschlechtern, einfach nur immer wieder diese Therme besuchen. Also das ist natürlich, da wird eine Gesellschaft beschrieben und das ist durchaus ein Gestus, den alle diese zum Teil ja durchaus auch verbitterten, aber sich eben mit ihrem Berliner Humor rettenden Rentner haben. Das sind die Trümmer einer DDR, die man da letzten Endes auch besichtigt, die Trümmer eines Arbeiterstaats, was geblieben ist. Und was ich mich aber beim Lesen dann auch gefragt habe, erzählt mir dieses Buch irgendwas darüber, warum der AfD in Marzahn 19% hat? Wenn die alle so nicht Wutbürger sind, wenn die sich alle so irgendwie mit Berliner Schnauze ganz gut arrangiert haben in ihrem Leben, wo kommt dann dieser wachsende auch Hass und Zorn? Ach, das kommt erst im zweiten Band vielleicht. Und außerdem gibt es ja auch, nee, diese liebevollen Menschen. Es gibt eben die von Ihnen, von mir auch so geliebte Frau Bonkert, ist dann eben eine, die ihr Leben damit zubringt, alles zu erdulden und immer mit einem Lächeln zu erdulden. Aber irgendwann nach 1990 arbeitet sie einmal in Steglitz. Und das war der Moment, wo ihr zum ersten Mal das Lächeln entgleitet. Denn diese Verachtung, die ihr entgegenschlägt, von der hat sie sich bis heute nicht ganz erholt. Insofern ist das schon als Subtext, ist das eben. Vielleicht geht der Wutbürger durchaus nicht zur Nagelpflege. Aber muss denn in so einem Buch dann auch immer noch der Wutbürger drin sein, damit das Buch vollständig ist? Also mir ist es beim Lesen auf jeden Fall aufgefallen, dass ich dachte, also wenn die alle so gut klarkommen damit, dass sie die Abgehängten, wie man sie nennt, in der Gesellschaft sind, wo kommt dann die Wut in dieser Gesellschaft? Ich habe das gar nicht so empfunden, dass die alle so gut klarkommen. Ja? Die tun sich nur nicht selber leid. Und das ist ja ein Unterschied.
Naja, der Mitbürger tut sich vorrangig schon selber leid. Wo, ja, gut, der kriegt aber auch sein Fett ab, muss man sagen. Und das schöne Lebensprogramm von dieser Fußpflegerin, auf kürzeste, was ich so beneidenswert und nachahmenswert finde, war das Einzige, was sie sich vorgenommen hat: Jeder Kunde, der in mein Geschäft kommt, muss es glücklicher verlassen, als er gekommen ist. Hat mir so gefallen. Ist auch toll, auch schön für eine Fernsehsendung eigentlich. Ja, wo diese Frau diese Kraft hernimmt, selber wirklich... Ich wollte elegant überleiten. Ja, dann versuch's noch mal. Nee, war schon. Besser wird's nicht. Och, Mann. Jetzt kommt Nowitzki. Jetzt kommt natürlich Christine Westermann. Westermann, the great Nowitzki von Thomas Plätzinger. Es ist mir selten passiert, dass ich bei einem Buch schon beim Vorwort, dass mir da ein bisschen die Tränen gekommen sind. Um ganz ehrlich zu sein, das ist mir noch nie passiert. Das war bei diesem Buch das allererste Mal. Und ich bin ganz froh, dass ich festgestellt habe, dass ich damit nicht allein war. Es gab ein paar Rezensenten, denen ging das ähnlich. Im Vorwort beschreibt Thomas Plätzinger das letzte Heimspiel von Dirk Nowitzki, dem Jung, der aus Würzburg kommt und mit 19 nach Amerika geht, zu den Dallas Mavericks, dem Basketballclub, und da auch 21 Jahre bleibt. Und dann macht er eben sein letztes Heimspiel. Und das ist einfach so beschrieben. Also würde ich jetzt mal eine Wette eingehen, wenn man nicht total empathiefrei ist, dass es einen dann schon ziemlich rührt. Thomas Plätzinger war bei Dirk Nowitzki in der Umlaufbahn ein paar Jahre lang. Er hat ihn immer mal wieder gesprochen, er hat ihn begleitet, er hat ihn beobachtet, er hat Kleinigkeiten notiert, er hat die große Freude gesehen, er hat die Niederlagen erlebt. Und die Frage ist, warum soll man dieses Buch lesen, wenn man sich kein bisschen für Sport interessiert, wenn man nicht mal weiß, was Playoffs sind, wenn man keine Ahnung von der NBA hat, wenn man nicht weiß, wer war eigentlich Magic Johnson oder Larry Bird, also wenn einem dieser Sportskram eigentlich komplett egal ist. Man sollte, man kann, man muss, man darf dieses Buch lesen, weil es eben kein Sachbuch ist und weil diese Biografie wie ein toller Roman geschrieben ist. Keine drögen Zahlenkolonnen, keine blöden Statistiken, es ist spannend, es ist vergnüglich, es ist sehr berührend und es ist eine Geschichte aus dem Leben, aus dem richtigen Leben, das Dirk Nowitzki, dem Wunderkind aus Würzburg, das in den USA bei den Dallas Mavericks zu einem Jahrhundertathleten wird. Und für ein Sachbuch würde er auch wirklich alles falsch machen. Denn er gibt ja, und das sagt er auch am Anfang, und das er hatte vorher schon ein Basketballbuch geschrieben, aber ursprünglich ist er tatsächlich Schriftsteller, er gibt seine Objektivität völlig auf. Denn Ursprung, Antrieb dieses Buches ist Fantum, Begeisterung. Auf der einen Seite sein Held, der Held seiner Kindheit, möchte einfach nur dem Geheimnis nachspüren, was ist das, was diesen Mann so großartig macht. Und auf der anderen Seite ist es aber vor allem auch eine Geschichte des Scheiterns, überraschenderweise, wo hier nur von Triumphen die Rede ist, denn das ist das Scheitern des Autors. Und Thomas Plätzinger hat sich entschieden, wollte Basketballer werden, und irgendwann stellte er fest, es wird nichts, es reicht einfach nichts. Und statt depressiv zu werden, hat er sich fantastische Vorbilder vorgesucht und vor allem eins. Und dem ist er vorher als Fan bedingungslos gefolgt und dann irgendwann, als er die Möglichkeit hatte, auch als Autor. Begeisterung ist die Grundlage dieses Buches, und es kann schlechtere oder es kann kaum bessere Begeisterung, Grundlagen für einen biografischen Roman geben. Ja, ich würde auch sagen, wer liebt, hat sowieso erstmal recht. Das würde ich völlig unterschreiben. Wenn ich meinen zentralen Begriff, der mir bei Burnside so einleuchtete, den ich gelernt habe, den Begriff des Thrawn oder des dunklen Endes des Jahrmarkts nehme, da muss ich feststellen, dass mir bei der Lektüre dieses Buches dieser Aspekt vollkommen fehlte. Ich habe den Eindruck, dass der Autor, weil er sein Idol eben so bewundert, wie das viele Millionen wahrscheinlich auf der ganzen Welt andere Menschen auch tun. Hast du Dirk Nowitzki gekannt? Liebe Christine, ich mache ab und zu auch mal was anderes als Bücher. Ja, das wollte ich mir nur mal bestätigen lassen an dieser Stelle. Also Basketball ist nicht unbedingt meine zentrale Sportart, aber ja. Und es gibt wie ein Wunsch,
dieses Idol, das ihn jetzt auch ins Orbit gelassen hat, der durfte mitreisen, er hat ihn getroffen, der muss vor allem, was da vielleicht an Fragwürdigem oder Dunklem auch in diesem Leben ist, das muss alles, davor muss dieses Buch, davor muss er bewahrt werden. Und vielleicht gibt es ja auch tatsächlich im Leben von Dirk Nowitzki kein dunkles Ende des Jahrmarkts. Vielleicht gibt es bei dem keinen Thrawn. Ich habe die Vermutung, da wären Stellen gewesen, wo sich das Schürfen gelohnt hätte. Weil machen wir uns doch mal klar, und ich meine, das beschreibt das Buch ja auch sehr eindringlich, was es heißt, Spitzensportler zu sein, was man sich und seinem Körper und seinem Leben damit antut. Aber wenn er was klar macht in diesem Buch, dann ist es genau das, weil es geht nicht um den Glamour und die Größe einer Athlet zu sein, sondern er beschreibt, dass das zwar ein Megatalent ist, aber dass diese Größe einfach nur auch dadurch zustande kommt, dass er, wenn die anderen in die Disco gehen, weil er 2,13 ist. Das wird alles beschrieben, aber mir fehlt der Aspekt zu überlegen, also wo kommt das her? Also, und da gibt es natürlich Andeutungen, wo klar ist, dieses Kind, was viel zu früh, viel zu groß ist und viel zu dünn ist. Aber wo kommt was her? Was schleppt so ein Leben? Also alles das, was Burnside versucht, sich Klarheit darüber zu verschaffen. Wo sind diese, wie gehe ich ganz banal gesagt mit den Dämonen in mir um? Ich wüsste gerne was über die Dämonen von Dirk Nowitzki, wenn ich so ein Buch lese. Glaubst du nicht, dass du in dir so eine, also ich weigere mich, dieses Wort zu übernehmen, aber mir fällt nichts Besseres ein, dass dieser Art Dämon in ihm auch hochkommt, wenn er zum Beispiel eine Niederlage erleidet, wenn die 5, 6, 7, 8 Jahre eben nicht Champion werden, eben nicht in die Playoffs kommen und dabei sich so gequält haben, dass da in ihm auch was hochkommt, was man im weitesten Sinne mit Dämon, wobei ich immer noch nicht begreife, was du meinst, bezeichnen könnte. Nein, das hat mit Burnside so viel zu tun wie, weiß ich nicht, wie der... Herr Brandt. Yes. Herr Brandt. Oder vielleicht möchte man kann über manche Bücher auch schweigend. Nee, möchte ich gar nicht. Ich habe das war interessant, weil dieses Buch durchaus bei mir eine Hürde zu überwinden hatte, weil ich vermute, dass ich unter einer Art Basketball-Legasthenie leide. Also ich verstehe dieses Spiel nicht und ich schäme mich dafür, dass ich dieses Spiel nicht verstehe, aber das Schämen ändert nichts daran, dass ich es nicht verstehe. Mir nahestehende Menschen haben versucht, mir das nahezubringen. Ich bin da eingeladen worden. Ich habe den Gebrauch für dieses Buch? Nee, ich habe den Gebrauch der Klatschpappe gelernt. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, was das ist. Da gibt es eine Art Programmheft, das muss man auf eine bestimmte Art zusammen wird sogar bei anderen Sportarten falten und auf ein Körperteil nach Wahl hauen. Und dann macht das wahnsinnigen Lärm. Und ich bin total fußballobsessiv, Basketball verstehe ich nicht. Und deshalb hatte ich erstmal so einen Unwillen, weil ich dachte, also was ja blöd, wofür das Buch ja nichts kann, muss man auch offen sagen. Und dann war ich aber sehr, sehr froh, doch letztendlich, dass ich es lesen musste, weil es eben dann ab einem bestimmten Punkt auch gar kein Müssen war, sondern ein Wollen. Und ich finde, dass auch für jemanden, der unter so einer Behinderung leidet, wie die eben von mir geschilderte, da durchaus ein Ansatzpunkt drin ist. Es hatte mich total an einem Punkt, wo eine sehr interessante Analogie aufgezeichnet wird zwischen Basketball und Jazz zum Beispiel. Das fand ich total spannend, weil der Jazz mir viel bedeutet, auch für meine Arbeit viel bedeutet. Und dieses Prinzip, dass Menschen sich für ein Thema verabreden und darüber improvisieren. Und dass eben die Kunst daraus entsteht, einander möglichst gut zuzuschauen oder zuzuhören. Und dass das im Grunde da total zu übertragen ist. Darüber habe ich was verstanden. Das Buch hat mich also total reingezogen und mich gewonnen, muss ich sagen, trotz dieses Unwillens. Und das ist ein großes Qualitätsmerkmal, finde ich. Und zu allem Überfluss lernen wir noch auf Seite 350, dass Dirk Nowitzki auch zu seiner Sportlerzeit ein literarisches Quartett unterhalten hat. Nur privat, aber mit 4 Kameraden über John Steinbeck zum Beispiel gesprochen. Und Steinbeck. Jetzt über Fontane nicht. Heute ist der Tag der fantastischen Überleitung. Ja, sensationell. Sprechen Sie doch mal über Fontane, Nowitzki. Frau Dorn, ja. Eine Entdeckung. Genau, ein Buch, das keiner kennt. In wenigen Wochen wäre unser lieber Theodor Fontane 200 Jahre alt geworden. Und deshalb habe ich mir gedacht, warum nicht zum Ende des Fontane-Jahres, nun dann auch, wenn gleich, dann richtig
seinen berühmtesten Roman mal wieder neu lesen. Es gibt auch einige Neuausgaben, zum Beispiel diese kleine handliche hier bei Reclam. Und dann gibt es auch noch eine wundervoll illustrierte, aufwendigere bei Fischer. Also Fontania, allenthalben neue Ausgaben. Aber lohnt es sich wirklich, diesen Roman neu zu lesen? Es ist für viele Generationen von deutschen Schülern, glaube ich, eher Quallektüre als Freude gewesen. Auf der anderen Seite ist kein deutscher Roman häufiger verfilmt worden. Ganze 5-mal ist Effi Briest vom deutschen Fernsehen und im Kino verfilmt worden, sowohl in Ost wie in West. Die Handlung kann man, glaube ich, in 5 Sätzen erzählen. Kapriziöse Tochter aus landadligem Hause wird mit 20 Jahre älterem Baron verheiratet. Diese kapriziöse Tochter langweilt und gruselt sich in dem Ostseekaff, in das sie mit dem Baron geht, fängt aus Langeweile eine Affäre mit einem Major an. Jahre später kommt der Baron hinter die Affäre mit dem Major, schießt ihn im Duell tot. Tochter wird von Eltern, Mann, Gesellschaft verstoßen. Tochter stirbt. Soweit so abgenudelt. Ich habe dieses Buch mit einer immensen Begeisterung neu gelesen. Und ich gehörte auch zu denen, die in der Schule gelitten haben. Ich fand das furchtbar, als wir es lesen mussten. Warum hat mich dieses Buch jetzt beim Wiederlesen mehr begeistert denn je? Das eine ist, Fontane ist unglaublich modern. Wenn der Mann heute noch leben würde, das wäre unser bester Serienschreiber. Der Mann, um den würde sich die Welt reißen. Der kann Schnitttechnik, der weiß, wie er mit dem Mittel der Auslassung arbeitet. Das sind unglaublich gute Dialoge, die, wenn man ein kluger Regisseur ist, auch einfach so lässt und nicht drin rumbastelt. Das ist extrem modern geschrieben. Und natürlich die große Frage, was fängt man mit so einer Figur oder gar so einem Schicksal wie dem von Effi an? Klar, die Frau ist irgendwie das Opfer der wilhelminisch bornierten Umstände, der damaligen Vorstellungen von Moral und von Geschlechterrollen. Kann man sagen, kalter Kaffee, sind wir doch drüber raus. Ich glaube, damit machen wir es uns viel zu einfach. Ich denke, dass auf einer tieferen Ebene diese Effi Briest letztlich daran scheitert, dass sie im Leben einerseits einen unglaublichen Wert auf den Status, das bürgerliche Ansehen, sie will was hermachen, sie will es weit bringen, in der Gesellschaft legt. Und gleichzeitig sind dann aber das dunkle Ende des Jahrmarkts bei ihr. Diese Sehnsucht nach dem Wilden oder nach dem Poetischen auch, nach dem Schönen. Heute moderner würden wir sagen, nach Selbstverwirklichung, Selbstausdruck. Und das kriegt sie nicht zusammen. Diese, also aus meiner Neulektüre würde ich sagen, die scheitert gar nicht primär an der wilhelminischen Gesellschaft, wie man dann immer sagt. Die scheitert daran, dass sie für sich keine Form findet, vielleicht damals auch nicht finden kann, eine angesehene Bürgersfrau zu werden in der Gesellschaft und das wilde Naturkind, die Kunstreiterin, die Schaukelnde zu bleiben, die sie als Kind war. Und das scheint mir ein wahnsinnig aktuelles Thema zu sein. Also, Sie machen ja manche Sachen kompliziert. Sie finden es Nein, Sie sehen sich nach Liebe. Das ist so nichts anderes. Und kapriziös weiß ich irgendwie gar nicht. Und das Drama dieses Buches ist, dass sie, und was das unglaubliche Drama ist, ja, die Gesellschaft, ja und ja, aber das Schlimme ist, dass sie dass ihre Mutter den unglaublichen Fehler macht, nein, den Fluch über sie verhängt, ihr Leben zu leben, das sie nicht leben durfte. Dieser Innstetten, den Effi lieben muss, ist der Mann, den ihre Mutter nicht lieben darf. Und mit diesem ersten Kapitel nicht lieben durfte, er war zu jung, nicht standesgemäß und so weiter. Und mit diesem Moment entwickelt sich das Leben. Und was sie dann am Ende, was sie erlebt, ist Lieblosigkeit. Und sie versucht auszubrechen. Und das Unglaublichste, was sie dann über diesen Innstetten, diesen unglaublichen, moralverkrusteten Mickerling irgendwie sagt, ist, er sei immerhin edel gewesen. Das sei das Beste, was man über einen Menschen ohne Liebe sagen kann. Sie ist umgeben von Menschen, die gar nicht wissen, was Liebe ist. Und sie das selber ist das weiß Drama. Es aber auch nicht. Woher soll sie es auch wissen? Ich habe, sie ahnt es von der ersten Seite an innerlich. Ausleben wird sie es nicht. Aber sie spürt es natürlich. Das ist ja der Witz. Das ist ja, das treibt ja dieses Buch voran. Ich finde, ich habe den Innstetten etwas anders gesehen. Mir ist das tatsächlich aufgegangen, was für eine wahnsinnig interessante Figur das ist. Hatte ich vergessen, was, glaube ich, damit zu tun hat, dass wahrscheinlich die Figur ist, an der man am deutlichsten sieht, wie in Zeiten des Umbruchs, und von einer solchen wird ja erzählt, diese alten Verkrustungen und Normen noch mal Kraft schöpfen gewissermaßen. Der Zweifel hat sich aber schon eingenistet.
Ja? Und der Zweifel ist natürlich bei diesen Leuten das Schlimmste, was überhaupt passieren kann. Der Zweifel muss auf alle Fälle bekämpft werden. Und wenn man den Zweifel zulässt, dann hat man schon verloren. Also ich fand den eine unheimlich interessante, ambivalente Figur. Ich habe das zum letzten Mal auch in der Schule gelesen. Mir war überhaupt nicht klar, was für ein wahnsinnig trauriges Buch das ist. Ich finde es wirklich erschütternd. Und ich kann Sie nur bestätigen darin, dass dieses Buch vielleicht am deutlichsten aufzeigt, dass es genauso wichtig ist, was man nicht erzählt, wie das, was man erzählt. Das finde ich auch, das war toll von dir formuliert, der Meister der Auslassung, weil es ist kein einziges Mal, wie soll ich denn sagen, also Liebe sowieso nicht, aber auch keine Lust, keine Begierde zu spüren. Was zu spüren ist, ist Sehnsucht, aber nicht das, was man spürt, wenn man, also die beiden verheiraten oder werden verloben sich, der kommt zur Tür rein, sie wird vom Garten reingerufen und 24 Stunden später sind sie verlobt, da stehst du fassungslos davor und dann ist, dann heiraten die und der Pfarrer sagt sinngemäß, der Mann ist ein großer stattlicher Baum, um den sich die Frau wie Efeu ranken muss. Habris, der diese oder grässliche Metapher, das ist der alte Brief, ich dachte, das war der Pfarrer bei der Beerdigung, okay. Wollte ich schon sagen, bei der Trauung, ja. Da bin ich fassungslos. Es gibt einen Dialog zwischen Innstetten und Effi. Sie sagt irgendwas und dann, sie sagt, du hältst uns, also sie spricht mit ihm über die Frauen im weitesten Sinne, du hältst uns für schwächer, als wir sind. Und dann sagt er, das ist eine Tröstung von praktisch außerordentlicher Geringfügigkeit. Und dann steht man als Frau im Jahre 2019 da und denkt, was ist denn los, warum hat den denn damals keiner geschüttelt? Ja? Naja, aber die Effi sagt ihm ja auch ganz klar ins Gesicht, ich habe dich doch nur geheiratet aus Ehrgeiz, machen wir uns doch nichts vor. Also deshalb. Na, wenn sie es mal so klar sagen. Das würde, sagt die, ne? Klar, ist klar. Ja, in dem so einen Dialog hat sie es nicht doch, gesagt. Ich habe es sogar rausgeschrieben, die sagt ganz klar, was, du glaubst gar nicht, wie ehrgeizig ich bin, schon auf der ersten Seite. Dann kommt, ich habe dich eigentlich bloß aus Ehrgeiz geheiratet, sagt die dem ins Gesicht. Also so gesehen, deshalb bin ich mir auch nicht so sicher, ob das arme Effi-Herzchen wirklich die ist, die von der bösen, bösen Gesellschaft kaputt gemacht wird. Die ist Teil dieser Gesellschaft. Das stimmt. Trotzdem ist sie innerlich natürlich zwei Schritte weiter als dieser Innstetten, denn ich Mickerlich war vielleicht etwas zu böse, aber er spürt es natürlich in sich und geht diesen Schritt nicht. Es ist ja der Moment, er entdeckt die Briefe und sagt dann jetzt, kann ich jetzt eigentlich zurück oder kann ich nicht zurück? Und er glaubt, vielleicht war es auch so, er kann nicht zurück und er muss diesen ganzen fatalen Schritt gehen bis zum Schluss. Ja. Was ist denn hier los? Es ist ruhig. Schön. Wir sind alle traurig, weil wir Fontane gelesen haben. Wenn Sie bei Nowitzki schon die Tränen kommen, muss ich auch sagen, beim Wiederlesen mir wirklich die Tränen am Ende aus den Augen geschossen. Also, ja. Ich finde das Ende doch ein traurigsten Roman, den ich kenne. Ja. Und ja, dann lustiger wird's nicht. Doch, jetzt wird's ganz lustig. Jetzt ist ja die Zeit, wo auch all die Menschen, die das ganze Jahr sich überhaupt nicht für Bücher interessieren, dann doch plötzlich interessieren und sei es für andere. Und das ist auch gar nicht so schlecht, denn Bücher verschenken ist überhaupt das Beste, was man verschenken kann. Und jetzt haben wir schon vier genannt und es kommen noch mal vier dazu, unwidersprochen. Unsere Weihnachtstipps. Ich möchte aus tiefstem, vollem, lachendem Herzen ein schmales Büchlein, hat man in einer Stunde oder zwei gelesen, von George Saunders empfehlen. Um den letzten großen Roman von George Saunders ging es hier im Quartett, das war Lincoln im Bardo. Dies ist nun eine Erzählung, ja fast ein Märchen. Die Hauptfigur ist ein junger, verträumter, etwas altkluger Fuchs. Fuchs 8 eben, der die Menschen grenzenlos bewundert, bis etwas ganz Schreckliches passiert und er fundamental anfängt, an der Menschheit zu zweifeln. Als er die Menschen noch so bewundert, hat er sich so lange in ihrer Nähe aufgehalten, bis er ihre Sprache, das Menschisch, versteht. Das Problem ist, er ist natürlich nie auf eine Schule gegangen, hat das Menschisch nie richtig gelernt. Deshalb schreibt er ungefähr so, wie man an Berliner Grundschulen bis zum dritten Jahr schreibt, nämlich nach Gehör. Und so ist diese Erzählung auch geschrieben.
Und ist von dem Übersetzer Frank Heibert kongenial ins Deutsche gebracht. Ich habe dieses Buch in einem Café gelesen und ich lüge jetzt nicht. Das ist nicht die Szene aus Harry Meet Sally, es ist wirklich passiert. Ich saß im Café, habe Tränen gelacht bei der Lektüre dieses Buches, bis die Dame am Nachbartisch sagte, was lesen Sie denn da? Das will ich auch haben. Ich kann es Ihnen nur empfehlen, wenn Sie noch wenigstens ein bisschen Kind im Herzen haben, ist das das Allerallerschönste, was Sie sich, Ihren Lieben und überhaupt antun können. Fuchs 8, die Liebe meines Jahres. Ach, das ist, und was wird hier unglaublich viel geweint in dieser Sendung? Ist ja unglaublich, aus Freude und aus Traurigkeit. Es ist übrigens nicht der Fall, dass in jeder Berliner Grundschule bis zum dritten Jahr nach Gehör gelernt wird. Aber wollte ich nur mal sagen, wir sind doch die Faktencheck vor der Sendung oder schon während der Sendung. Ich empfehle dringend, eine Bibliothek zu verschenken, und zwar diese. Das Buch ist nicht ganz neu, aber bei diesem Mann bin ich zur Schule gegangen, möchte ich sagen, oder bei dem Mann habe ich studiert. Marcel Reich-Ranicki, wenn er noch bekannt ist, dann vor allem eben als Mann des Fernsehens, viel großartiger noch war er als Schreibender und als jemand, der einem eine Tür nach der anderen der deutschen Literatur geöffnet hat. Und das ist in diesem Buch enthalten. Das ist ja ein Basisstudium, könnte ich mal sagen, der Anfang von allem, davon, was Begeisterung bedeutet und was literarisches Leben bedeutet und das ideale Weihnachtsgeschenk aus Glück und Klugheit. Mein Vorschlag, unterm Weihnachtsbaum die Fragebogen von Max Frisch zu lesen, das bringt mehr Sinnlichkeit in die Runde als jedes Weihnachtslied. 11 Fragebogen hat Max Frisch geschrieben zu tollen Themen, unter anderem zu Ehe, zu Freundschaft, zu Liebe. Meine Lieblingsfrage bei der Liebe ist, lieben Sie jemanden? Und wenn ja, woraus schließen Sie das? Das finde ich ist eine großartige Frage. Schöne Weihnachtsfrage in der Runde, in der Familienrunde. Ja, so, und jetzt hat der Surkamp Verlag die Fragebogen neu aufgelegt und es gibt 3 neue. Und eins der 3 neuen Themen beschäftigt sich mit Alkohol. Und da das hier für uns beide die letzte Sendung sein wird, wird es natürlich hinterher jetzt auch eine Abschiedsfeier geben. Und ich nehme an, es gibt ein bisschen Alkohol. Und deswegen hat mir diese Frage nach dem Alkohol, diese Frischfrage, finde ich, passt perfekt. Die heißt, was verdrießt Sie am Tag danach? Dass Sie gesagt haben, was Sie nie sagen wollten? Oder dass Sie nicht mehr wissen, was Sie gesagt haben? Oder die Zerstörung der Hirnzellen? Max Frisch, Fragebogen, erschienen bei Surkamp. Ich möchte gerne empfehlen den Erzählungsband mit dem schönen Titel Anmut und Feigheit von Frank Schulz. Frank Schulz ist der lustigste Autor der deutschen Gegenwartsliteratur, finde ich. Er hat die geniale sogenannte Hagener Trilogie geschrieben. Er hat den wirklich beklopptesten Privatermittler erfunden, den es auf der Welt gibt, nämlich Onno Fietz. Und hat jetzt diese Erzählungen geschrieben, die nicht nur lustig sind, aber auch und allesamt lesenswert. Es gibt 2 wunderbare Liebeserklärungen an seine Eltern, die gewissermaßen die Klammern darin bilden. Und ich muss sagen, dass Frank Schulz mir auch praktische Lebenshilfe geleistet hat, weil es nämlich, er hat mir einen Begriff geliefert für das Lebensalter, in dem ich mich befinde. Er ist unwesentlich älter als ich und vor einigen Jahrzehnten wären wir schlicht und ergreifend Großväter gewesen. Jetzt muss man sich noch ein bisschen Mühe geben, habe ich gelernt, und so anstrengende gymnastische Übungen machen und so. Also man darf noch nicht aufgeben und Frank Schulz nennt das Junior-Senior. Ja, und das ist schön. Dafür war ich ihm sehr dankbar. Lesen Sie dieses Buch und wenn Sie mir einen noch größeren Gefallen tun wollen, dann lesen Sie alle Bücher von Frank Schulz. Wie schön, das war's. Ich hätte mir für meine letzte Sendung ja keinen besseren Gast wünschen können als Sie, lieber Matthias Brandt. Oh, vielen Dank für den Besuch. Danke. Und ganz herzlichen Dank auch an die streitfreudige, kluge, großartige Thea Dorn.
Und, an meiner, ich mach's super kurz. An meiner rechten Seite hätte ich mir ja niemand mehr wünschen können als dich. Vielen, vielen Dank für 4 Jahre Liebe zu den Büchern und zum Publikum. Vielen, vielen Dank, Christine Westermann. Danke dir. Danke. Und wo wir schon mal beim Adieu sagen sind, noch ein Abschied ist zu verkünden. Sie alle kennen sie als langjährige Moderatorin der ZDF-Kultursendung Aspekte. Irgendwann hat sie den Platz vor der Kamera gegen den hinter der Kamera vertauscht und war jetzt all die Jahre Redakteurin vom Literarischen Quartett. Und heute, unglaublich, verabschiedet sie sich in den Ruhestand. Vielen, vielen Dank für alles und alles Gute, Lucia Braun. Aber alles so traurig, aber das Quartett bleibt natürlich. Ich dagegen verabschiede mich auch von Ihnen. Es war mir eine sehr große Freude und Ehre und großer Spaß, Sie hier von diesem Platz an 4 Jahre lang begrüßen zu dürfen, in der Sendung, die sich Marcel Reich-Ranicki vor vielen, vielen Jahren ausgedacht hat. Sie waren ein tolles Publikum. Wir sehen uns sicher irgendwann wieder, irgendwann, irgendwo. Bis dahin, machen Sie es gut. Kopf hoch, und einmal wollte ich mich gerne von Ihnen so verabschieden. Wir sehen betroffen den Vorhang zu und alle Fragen offen.